Die Lausitz spielt energiepolitisch und auch wirtschaftlich eine zentrale Rolle für die Hauptstadtregion. Allein ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts in Brandenburg werden in der Lausitz erwirtschaftet. 20.000 industrielle Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von der Kohle ab. Diese industrielle Leistungsfähigkeit müssen wir unbedingt in der Region erhalten. Bundestag und Bundesrat haben neben dem Kohleausstiegsgesetz jetzt auch das Strukturstärkungsgesetz verabschiedet. Damit stehen dem Brandenburger Revier bis 2038 mehr als 10 Milliarden Euro zur Verfügung. Aber die Lausitz braucht mehr als Geld. Die Lausitz braucht eine Vision, sie braucht eine Story. Die Zukunft liegt in der Energie- und Innovationsregion Lausitz. Nach der Kohle kommt der Energieträger Wasserstoff. Die Lausitz kann hier Spitze werden beim Erzeugen grünen Wasserstoffs. Dazu kommen neue Technologien in der Energiespeicherung. Die LEAG und die BASF investieren hier schon massiv. Neben dem Thema neue Energien spielt aber auch die Zukunft der Mobilität eine große Rolle in der Lausitz. Drei Beispiele. Die DEKRA betreibt am Lausitzring das größte europäische Testzentrum für autonomes Fahren. In Niesky entsteht für 300 Millionen ein neuer hochmoderner Bahntestring. Und Rolls-Royce entwickelt gemeinsam mit der BTU hybrid-elektrische Flugzeugturbinen. Viel Innovationspotenzial hat auch der Bereich Gesundheit. Die neue medizinische Fakultät an der BTU wird diesen Bereich bedienen. Es braucht eine Region, in der sich Unternehmen, Fach- und Führungskräfte wohlfühlen und erfolgreich arbeiten können. Gute Infrastruktur gehört dazu. Eine schnelle Bahnverbindung und noch eine Straßenverbindung nach Berlin und Dresden, aber auch ein flächendeckendes Breitband- und LTE-Netz und, wo es nötig ist, auch 5G sind eine wichtige Voraussetzung. Gute Schulen sind auch wichtig und eine gute und direkte Anbindung an die Wissenschaft. Die BTU ist da auf einem guten Weg. Gemeinsam mit der Innovationsregion Lausitz GmbH, einer Gesellschaft, die wir gemeinsam mit Kammern und Wirtschaftsorganisationen in Brandenburg genau dafür gegründet haben. Fazit: Die Lausitz kann gestärkt aus diesem Transformationsprozess hervorgehen, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten.